Zum 25. GZSZ-Jubiläum. Valentina Pade dankt Wolfgang Barrow. Privat verstehen sie sich besser als in ihren Rollen. In der aktuellen GZSZ-Story haben Valentina Pade, sie Richter, und Wolfgang Barrow, Jo Gerner, gerade richtig Zoff. Doch hinter den Kulissen verstehen sich die beiden Schauspieler einfach prächtig. Daher lässt es sich die Blondine auch nicht nehmen, ihrem Kollegen pünktlich zu seinem 25-jährigen Serienjubiläum zu gratulieren. Die Blondine hat der Soap-Legenden nämlich viel zu verdanken. Als vor 3 Jahren zum ersten Mal das Soap-Set betrat, war sie nämlich mächtig nervös. Aber nahm ihr sofort die Angst, ich wollte mich am ersten Drehtag, einem Dienstag, allen Kollegen vorstellen. Du bist mir gleich herzlich um den Hals gefallen. Das fand ich sehr schön, erinnert sie sich jetzt in der Bild. Schon in diesem Augenblick sei dem Neuling damals klar geworden, dass der Schauspieler mit seiner Rolle Jo Gerner wenig gemeinsam hat, als Bösewicht bist du bei unseren Zuschauern beliebt. Privat bist du der liebste Mensch, den ich kenne, stellt die 23-Jährige fest. So bemüht sich stets um gute Stimmung am Set, dir ist wichtig, dass sich jeder am Set wohlfühlt. Du gibst immer allen Tipps, locker sein, die Kameras um sich herum vergessen. Du gibst Ratschläge bei Konflikten, vertrittst als Schauspielersprecher unsere Interessen gegenüber der Produktionsfirma, berichtet weiter. Bei diesem Engagement ist es wirklich nicht verwunderlich, dass der Schauspieler seit 25 Jahren zum festen Bestandteil des Casts gehört.